Ach, die Gleitjäger sind da. Und mobile Sensoreneinheit. Mobile Sensoreneinheiten sind übrigens in der Lage, das kann ich ja mal so erklären, ist nämlich eine Einheit, die nur hier vorkommt. Das hat nämlich auch einen Grund, weil es gibt nämlich auch nur hier Einheiten, die den Untergrund nutzen. Deswegen gibt es diese Einheit auch nur hier. So, die Mauer hier nochmal ein bisschen erneuern. Hier auch nochmal. So. Würde ich sagen, bauen wir hier nochmal ein Kraftwerk hin, dann machen wir die Stelle nämlich auch dicht. Also merken, auf Straßen bauen keine gute Idee, oder an Straßen bauen. Sorgt nur dafür, dass der Gegner reinkommen kann. Dann würde ich gerne hier die Ecke einfach mal komplett dicht machen. Dicht zimmern, damit der Gegner hier nämlich einfach mal nicht reinkommt. Zugegeben, es kostet viel Geld und Zeit, aber beides ist mir relativ schnuppe, wollte ich gerade sagen, weil das Let's Play wird sowieso länger dauern als der Tiberium-Konflikt, davon mal abgesehen, dass ich Tiberian Sun sowieso sehr, sehr, sehr schlecht kenne. Das kommt ja auch noch dazu und ich werde hier gleich mal als nächstes ein automatisches Tor bauen. Pass mal auf. Der hört nicht auf mich. Der macht, was er will. Aber dahinter, ja. Ist egal. So, ich lasse die schon mal raus, die Jungs. Bau abgeschlossen. So, das sollte reichen. Dann bauen wir jetzt hier noch eine automatische Mauer. Also ein automatisches Tor. Dann sollte das auch erledigt sein. Genau deswegen. So. Und dann können sie jetzt besser das Tiberium abliefern. Und wir können das besser nutzen. So, und apropos nutzen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal einen Heliport. Speichern. Unter Let's Play. Jo. Sehr schön. Dann machen wir uns mal mit unseren Titanen auf den Weg. Und erkunden mal ein bisschen die Gegend. Das Schöne ist ja an den Heliports, dadurch, dass wir sie bauen, kriegen wir Zugang auf die Orcas. Aber ihr seht schon, wir kriegen sie nicht mehr geschenkt, sondern wir müssen sie tatsächlich selber bauen. Und die kosten auch 1000. Also es sind ziemlich teure Gefährte. Ich glaube, zwei reichen auch. Das müssen wir ja nicht übertreiben. Und dann bauen wir zwei Stück davon. Und übrigens, die Gleitjäger werden wir übrigens auch in ähnlicher Variation in Dings vorfinden. In Alarmstufe Rot 2. Bei den Alliierten übrigens auch. Das passt also sehr gut. So, das war das Tor. Wetten, der zerstört die Brücke. Ne, der kommt so rüber. Oh, die Brücke ist aber sehr empfindlich. Das habe ich mir gedacht. Fuck. Die Brücke ist aber sehr empfindlich gewesen. Die fiel schnell auseinander. Das heißt, wir müssen jetzt einen Umweg nehmen. Das ist doof. Wir sehen aber auf jeden Fall schon mal, dass da Flarak-Stellungen sind. Das heißt, mit Flugeinheiten wären wir nicht unproblematisch durchgekommen. Da hätten wir schon so unsere Probleme gehabt. Tatsächlich, wie sieht es hier oben aus? Ah, hier ist noch genug Tiberium. Da oben haben wir auch noch Tiberium. Wunderbar. Also Tiberium sollte das geringste Problem sein. Und der erste Orca ist da. Sehr gut. So, und unsere Titanen schreiten mal weiter voran hier. Ne? Mein Kanalmotto, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin erstaunt, dass die Raffinerie so beschädigt ist. Nein, ich bin erstaunt, dass dass Galactic Civilization 2 immer noch läuft, tatsächlich, muss ich sagen. Also, ich wusste, dass es ein langes Spiel ist. Aber ich wusste nicht, dass es so lang ist. In Anführungszeichen. So, ihr seid Team 4. Team 4 ist Luftwaffe. Das muss ich mir merken. Team 4 ist Luftwaffe. Also, bei mir war es eigentlich immer so, dass Team 1 auf jeden Fall immer Sammler sind. Was? Ah! Da haben wir eine neue Einheit der Bruderschaft. Eine nicht ganz ungefährliche. Die Artillerie. Die ist
gnadenlos von der Bruderschaft. Ich sage euch auch gerne, warum. Gegenüber dem Hammer, das ist nämlich der Nachfolger der des Hammers der Gnade. Das war ja die Artillerie aus dem Tiberium-Konflikt. Und die war mit Abstand nicht so mächtig wie diese Artillerie. Vor allem, weil diese Artillerie in diesem Spiel 100%ige Treffersicherheit hat. Warum auch immer, das haben sie ja im DLC, oder beziehungsweise nicht im DLC, es ist ja ein Add-on in dem Sinne. Im Add-on haben sie es tatsächlich auch. Wo schießt du hin? Ich wollte gerade sagen, genau, so sollst du schießen. Ach Junge, zu doof zum Schießen, oder wie? Und wie man sieht, sehr effizient, sehr gut. Und das war's für die Artillerie. Wunderbar. Sehr gut. Das Fahrzeug wird uns noch richtig viel Ärger machen. Auf jeden Fall. Upsala. Aha. Wird gebaut. Jawohl. Sehr gut. Also es ist nie verkehrt, Luftwaffe zu haben. Auch zur Verteidigung. Es ist nie verkehrt. Einheit bereit. Gut. Die Waffenfabrik ist ein bisschen nah, das gebe ich zu. Aber es wird wohl... Es wird ausreichen müssen, sagen wir es mal so. So, und unsere Titane können jetzt weiter erforschen. Einheit bereit. Gut, wir haben also schon mal das erste feindliche Geschütz ausgemacht und zerstört. Ganz wichtig. Schlagen Sie alle Einheiten aus dem Sektor, ja? Ich arbeite dran. Ich muss ja auch noch so ein bisschen forschen, ne? Das war anscheinend meine Zivilisation. Hier war also wahrscheinlich der Kampfbuggy, der hier wie bekloppt rumgeballert hat in der letzten Aufnahmesession. Kann ich mir so richtig vorstellen. Der Bauhof ist minimal beschädigt. Finde ich eine Sauerei, dass der minimal beschädigt ist oder überhaupt beschädigt ist. Klar, deswegen ist die Brücke auch so empfindlich und repariert worden. Das finde ich gut. Nein, das muss ich sagen. Das finde ich echt gut von Nott. Finde ich gut. Dankeschön, Brüder, dass ihr mir extra die Brücke repariert habt. Das finde ich gut. Ist fast sowas ähnliches wie den roten Teppich ausrollen. Oh, 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 oh. Was haben wir da? Lasertürme. Und da sehe ich eine Hand von Nott. Gut, das ist erledigt. Da ist noch ein leichter Infanterist. Gleich mal vernichten hier. Aha, da ist eine Waffenfabrik. Schnapp ihn! Ist hier vielleicht auch ein Silo oder sowas? Was man sich schnappen könnte? Sehr gut. Die können wir eigentlich auch so abkassieren. Macht kein Problem mehr. So. Das war schon mal die Hand. Das war der Cyborg. Erledigen wir auch schon mal die Großkraftwerke. Das tut dem Gegner nämlich richtig weh, wenn wir seine Energie weghauen. Ich weiß aber nicht, ob das hier tatsächlich so ist wie im ersten Teil, wo ich den Verdacht hatte, dass es tatsächlich mehrere KIs gibt. Es kann nämlich auch durchaus sein, dass hier wieder mehrere KIs am Werk sind, die dieselbe Spielerfarbe haben. Das wird ja ganz gerne mal in Spielen verwendet, dass es mehrere KIs gibt, die aber dieselbe Farbe haben. Damit man ja nicht dahinter kommt, dass das, ja, was heißt nicht dahinter kommt, aber damit man ja so ein bisschen verwirrt ist, damit man ja nicht weiß, so von wegen, aha, das ist eine Fraktion, das ist eine, Geschichte. So, einkassiert die Säule. Gut, das ist also ein einzelner leerer Außenposten, den wir jetzt gerne mal zerstören werden, dann ist das Thema nämlich schon mal erledigt. Sehr schön. Das war schon mal seine Waffenfabrik da unten. Eigentlich hätte ich den auch genauso gut besetzen können und einen MBF bauen können, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte. Da wir ja GDI sind, deswegen, ich denke mal, da unsere MBFs ja gleich aussehen. Also die MBFs, die ähneln sich... Oder gleichen sich eigentlich sogar. Und, ja. Dadurch würden wir wahrscheinlich eher, wenn wir einen MBF hätten bauen sollen, dürfen können.
Ich weiß, was ist das denn jetzt für eine Anführung? Dann hätten wir wahrscheinlich ein MBF gebaut und dann hätten wir die GDI-Bauoption gehabt. Hätte also nicht viel gebracht. Einheit bereit. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefällt mir der Stützpunkt. Eine kleine gemütliche Festung. Sieht richtig cool aus. Und diese EM-Pulskanone, erstmal hat sie eine ziemlich kurze Reichweite. Sie ist zwar in der Lage, feindliche und leider auch verbündete Fahrzeuge vorübergehend lahmzulegen, aber... ja... ich weiß nicht, sie frisst viel Energie und Geld sowieso. Und nee, das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. So, nochmal hier verstärken. Gut, der Außenposten ist weg. Da brauche ich mir jetzt keine Sorgen mehr drum zu machen. Gut, gut. Dann würde ich sagen, setzt mal über meine Werwölfe, wollte ich schon sagen, meine Titanen. Und zerstört mir die Flarak-Stellungen. Ja, ich sage immer noch Flarak-Stellungen dazu. Das werdet ihr aus mir auch nicht rausbekommen. Weil es sind für mich nach wie vor Flarak-Stellungen. Auch wenn das Spiel sagt, nein, das sind keine Flarak-Stellungen mehr. Das sind jetzt vielmehr Flak-Stellungen. Für mich bleiben es Flarak-Stellungen. Da sieht man es übrigens, dass die Artillerie in der Lage ist, mobile Ziele zu treffen. Zerstört die Flarak-Stellung. Sehr schön. Und jetzt die. Irgendwo hier hatte ich noch Artilleriefeuer vernommen. Das kann aber auch sein, dass es die war. Die übrigens irgendwie nicht so gut getroffen hat. Also ich hatte das bei Dennis Anders in Erinnerung. Der wurde heftiger erwischt. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich mich beschwere. Ganz im Gegenteil. Na, da haben wir nämlich schon mehrere Geschütze. Und da ist noch eine Flarak-Stellung. Einheit bereit. Da geht es nämlich schon los mit den Flarak-Stellungen. Da haben wir einen Maulwurf. Ich nehme mal an, wenn ich meine Orcas jetzt da reinjage, dass sie mir sofort von zig Flarak-Stellungen in der Luft zerpflückt werden. Ich speichere mal eben unter Glück, weil ich gehe nämlich nicht davon aus, dass die das überleben werden. Dann werde ich das nämlich gleich mal laden. Probieren wir es mal. Mit unseren Lufteinheiten gegen seine... Einheit bereit. Leute, braucht ihr eine extra Einladung? Ihr sollt darauf. Die brauchen tatsächlich eine extra Einladung. Okay, dann greift den Maulwurfpanzer an. Ach, deswegen, weil die... ja, weil der Radius nicht erforscht ist. Da geht's nämlich schon los. Keine Flak? Okay, das überrascht mich jetzt, muss ich tatsächlich sagen. Trotzdem lade ich das mal. Ich habe nämlich die eine Flarak-Stellung da oben vergessen. Das ist ein Skandal. Das geht gar nicht. Dass ich die vergessen habe. Einheit bereit. Unverzeihlich. Ich muss irgendwie einen Umweg finden. Ohne die... ja, da erregt man schon die Aufmerksamkeit der Artillerie. Das ist doof. Dadurch, dass sie sich da gegenseitig im Weg stehen, hat die Artillerie ihren großen Vorteil und kann in Ruhe meine Titane schwächen bzw. zerstören. Das finde ich nicht so geil. So, das war schon mal die Flak. Das Ding ist wahrscheinlich, auch wenn ich hier unten entlang gehe, wird er mich trotzdem erwischen. Das kann ich mir nämlich so richtig vorstellen. Ja, das habe ich mir gedacht. Die haben echt eine riesen Reichweite, die Geschütze, wenn sie stationiert sind. Wenn sie nicht stationiert sind, sind sie recht schwach, muss man sagen. Dann sind sie echt schwach. Dann sind sie harmlos, weil es geht. Aha. Gut, die haben also auch Luftwaffe. War ja irgendwie klar, dass sie Luftwaffe haben. Im Tiberien-Konflikt war es zum Beispiel so, dass sie nicht so die Freunde von Luftwaffe waren. Hier ist es so. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Gut, wir haben schon mal die Artillerie weggehauen. Das ist schon mal wichtig, dass die weg ist.
Es mag sein, dass jetzt die erste Angriffswelle nicht direkt sitzt. Das mag sein. Das macht aber auch nichts. Mhm. Einheit verloren. Er greift meinen Bauhof an, okay. Einheit verloren. Jojo, mach du nur. Scheiße. Einheit verloren. Meine Güte, da viele Kraftwerke hier stehen. So, das Ding ist erledigt. Aha! Erobern die Pyramide. Okay, wir müssen sie also erobern. Ein Maya-Tempel anscheinend. Überrascht mich jetzt nicht so wirklich. Sammler wird angegriffen. Wie? Sammler. Okay, mit der Leertaste kommt man also ins Hauptmenü. Ist auch interessant. Ich muss tatsächlich hier mal eine Luftabwehrstellung bauen. Alter, wie viel Munition haben die? Haben die unendlich Munition oder was ist das? Sammler wird angegriffen. Wird gebaut. Wie viel kosten die 300? Die ballen hier wie bekloppt. Werden anscheinend einfach nicht fertig hier. So. Wie man sieht, auch die GDI beruft sich jetzt auf die standardmäßige Luftabwehr. Also nicht mehr so wie im ersten Teil, wo sie die verbesserten Befestigungstürme für beides genutzt haben. Also sowohl für Fahrzeuge als auch für Luftabwehr. Die konnten ja beides. War klar. So, das war schon mal seine Raffinerie. Zugegeben, die Jungs haben viel gerissen, aber leider werden sie da nicht weiterkommen. Da kommen sie nicht weiter. Schade. Aber wir bieten unseren Orcas jetzt ein Ziel. Das können sie jetzt anvisieren. Also das ist auch sehr interessant. Also die müssen tatsächlich durchgängig aufgedeckt sein. Damit sie wissen, wo sie hin müssen. Scheiße, das ist Luftabwehr. Scheiße! Was ist denn? Die Flak kann dahin. Okay, das ist eine Riesenreichweite. Das ist echt nicht ohne. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie tatsächlich doch so eine große Reichweite haben. Zu wenig Geld. Das ist gut zu wissen, dass sie doch so eine große Reichweite haben. Hätte ich nicht gedacht, dass die Reichweite doch so groß ist. Erobern Sie Vegas Pyramide, ja, das weiß ich. Dass ihr die erobert haben wollt. Und seine Silos sind leer. Geil. Leere Silos der KI sind immer was super. Was ist das denn für ein Deutsch? Sind immer was super. Super. Klasse. Übrigens, hier steht noch eine Artillerie. Mhm. Gut, das einzige Gebäude, was jetzt bisher weg ist, ist die Hand, ist nicht die Hand von Nord, sondern ist seine Raffinerie. Und wenn die Titanen mal fertig sind, werde ich mal einen Amphibien-BMT bauen, um den Ingenieur später hinzubringen und auch ein... Sag schnell, ich komme jetzt nicht auf den Begriff. Ingenieur und Amphibien-BMT, genau. Amphibien-BMT deswegen, der kann schwimmen. Also die BMTs sind tatsächlich spezialisiert worden. Einheit bereit. Es wird übrigens auch später mit, zumindest ist es mit dem Not-Sammler so sein, aber auch mit dem GDI-Sammler, dass die spezialisiert werden. Also es wird generell so sein, dass Sammler in Command & Conquer rumtanzen. Nein, das nicht, sondern dass sie spezielle Fähigkeiten bekommen. Der CP zum Beispiel, der dürfte sehr gut wissen, was ich meine. Gerade was Alarmstufe Rot angeht, da ist es nämlich so, ab dem zweiten Teil, dass beide Sammler, also die Sammler beider Fraktionen, spezielle Fähigkeiten bekommen. Was das für Fähigkeiten sind oder Funktionen, werdet ihr noch sehen dann. Darauf gehe ich dann ein, wenn es soweit ist.
Wir sind jetzt aber hier noch im Tiberium-Universum unterwegs. Was heißt noch? Wir werden sogar noch längere Zeit im Tiberium-Universum unterwegs sein. Einheit bereit. Denn wie gesagt, Feuersturm kommt ja auch noch und die Bruderschaft von Nod wird ja auch noch gespielt werden. Also das wird noch uns eine Weile erhalten bleiben. Tiberian Sun. Ist ein langes Spiel, aber macht auch Laune, muss ich tatsächlich sagen. Also bisher kann ich nicht sagen, dass es auf mich einen schlechten Eindruck macht. Ja? Ja, Sir.